herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch The Death of Slim Shady von Eminem in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Death of Slim Shady von Eminem, das Ganze im Juli 2024 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rap. Jawohl, das Album, wie gesagt, im Juli 2024 erschienen. Etwas länger hat es dann gedauert für die physischen Varianten, denn die Vinyl, die kam dann erst einige Monate später, nämlich am 25. Oktober. Es ist das 12. Album von Eminem. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien. Einmal hier aufschneiden. So. Und dann ziehen wir mal die Folie ab. Wir haben auf der Folie hier Sticker. Und zwar haben wir einmal diesen hier. Hier lesen wir eben, was uns erwartet. Wenn es dann mal fokussiert. Also hier lesen wir eben, wir haben eine Doppel-LP. Eine davon rot und eine davon blau. Und auf der Rückseite haben wir dann hier noch einen Sticker Made in Czech Republic. Grüße gehen raus. So, dann schauen wir uns mal die Vinyl an. Wir haben hier ein Gatefold. Auf dem Cover sieht es aus, als würde er hier in einem Leichensack stecken. Also der Reißverschluss noch nicht ganz zugezogen. Oben rechts aber auch Hinweis auf Englisch. Und unten links dann der Albumtitel. So wie damals schon beim ersten Album. Auch hier wieder der bunte Schriftzug. Und darunter dann der Untertitel Coup de Grâce. Also das Französisch und heißt so viel wie Gnadenstoß. Gut, seitlich ist das Ganze beschriftet. Das Album erschienen über Aftermath Entertainment, Interscope Records und Shady Records. Auf der Rückseite haben wir dann einmal hier den Künstler in einem offenen Sarg liegen. Und dann haben wir hier die Tracklist, 19 Stück an der Zahl, diverse Features, Infos, Barcode und dann schauen wir mal hinein. So, wir haben hier einmal eine ausgegangene Kerze, dann links die Rosen und der Mittelfinger und hier im Zentrum dann die einzelnen Songs mit den ganzen Infos und Credits. Wer daran so beteiligt war. Gut, rechts gibt es dann noch die Album-Credits. Und dann würde ich sagen, holen wir mal die Vinyls raus. Einmal und zweimal. So, wir haben hier zwei bedruckte Innenhüllen. Das ist Nummer 1 mit dem Totenkopf und der Rose und der Spritze. Auf der Rückseite rot, hier nochmal die Logos und ein paar Infos und dann schauen wir uns mal die Vinyl an. Nummer 1 kommt hier in rot. So, so sieht es aus, knalliges Rot. Dann hier A- und B-Seite mit den Songs aufgelistet und auf der Rückseite haben wir dann die B-Seite, hier ist keine Schrift mehr, sondern nur Artwork. So sieht's aus. Gut, packen wir zurück und kommen zu Vinyl Nummer 2. Auch die kommt in bedruckter Innenhülle. Einmal hier das Foto, dann hier ja, ein paar Notizen. Auf der Rückseite blau und ebenso dann die Vinyl, die kommt hier in einem knalligen Blau, dann hier im Zentrum wieder Artwork und auf der Rückseite bzw. auf der Vorderseite der Vinyl dann wieder die Tracklist der C- und D-Seite. Wunderbar, gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal, zweimal. Die eben gezeigte Doppelvinyl hier. Einen rot, einen blau.
beide in bedruckten Hüllen mit insgesamt 19 Songs. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition The Death of Slim Shady von Eminem. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.